Ja, hallo, hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quicktipp zu Adobe Photoshop. Und der heutige Quicktipp, ja, könnte in der Kategorie Alltagsaufgaben mit Photoshop erledigt laufen. Worum geht's? Ich habe hier so ein Logo bekommen, das habe ich mir erstellen lassen, aber bevor ich es in der Webseite, ja, verwenden kann, muss ich entsprechend die Größe und das Seitenverhältnis korrigieren. Und wie ich das jetzt erledige, möchte ich euch einfach mal zeigen. Ja, damit wir alles ein bisschen besser sehen hier, lege ich mir mal eine neue Hilfsebene an. Die ziehe ich dann schön dahinter und fülle diese Ebene mal mit der Vordergrundfarbe Schwarz hier über das Eimer-Symbol. Und als erstes muss ich mir erstmal das, ja, Seitenverhältnis herstellen, indem ich hier in die Rechteckauswahl gehe und sage, ich brauche bitte hier ein festes Seitenverhältnis, nämlich 128 mal 40. So, das ist also mein Seitenverhältnis. Und jetzt fange ich an, mein Rechteck aufzuziehen mit gedrückter Maustaste, aber damit auch die Breite maximal ausgenutzt wird, beginne ich schon etwas, ja, links vom Rand und gehe auch sozusagen mit der Maus über den rechten Rand hinaus und er stoppt auch hier am rechten Rand. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, habe ich erstmal mein Rechteck schon in der richtigen, ja, am richtigen Seitenverhältnis und in der maximalen Breite. Was noch nicht stimmt, ist die Position, ist aber auch nicht, ja, nicht schwer, da muss ich einfach nur mit gedrückter Maustaste jetzt das Rechteck nach unten schieben etwas. Kann auch hier, wenn ich will, wieder diese Positionierungshilfe benutzen. Das reicht mir an der Stelle. Und wenn ich jetzt sage, einfach mal bitte den Rest wegschmeißen oder das Bild freistellen, stimmt schon mal mein Seitenverhältnis. Was noch nicht stimmt, ist die Bildgröße. Ist aber auch kein Problem. Dann gehe ich also hier wieder rein und sage Bildgröße. Ändere mir das ab auf 1280, Schlosssymbol lasse ich geschlossen, damit auch die Höhe entsprechend angepasst wird. Sage jetzt okay, damit habe ich meine endgültige Größe erreicht. Kann das gerne noch mal ein bisschen wieder ranzoomen auf die Pixelansicht hier. Ja, lösche jetzt endlich hier auch wieder diese Hilfsebene und habe damit, ja, meine Endgrafik erreicht, so wie ich sie brauche für meine Webseite. Habe also die Größe korrigiert und auch das Seitenverhältnis korrigiert. Muss jetzt nur noch sagen, bitte speichern unter, dann in der Webseite hochladen und dann kann ich es verwenden. Ja, und wenn ihr in Zukunft auch mal sowas machen müsst, wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wie ihr ein Bild A in das richtige Seitenverhältnis bekommt und B, wie ihr dann nochmal die Größe ändern könnt. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.